Herzlich willkommen zum letzten Vortrag der heutigen Reihe. Wir wollen ein bisschen gegenüberstellen die Vor- und Nachteile von Lösungen in der Cloud oder nicht in der Cloud. Da ganz konkret zwei konkrete Lösungen. Zwei von SAP, nämlich die SAP Learning Solution und SAP SuccessFactors Learning. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch aufzeigen, wie Sie vielleicht zur richtigen Entscheidung finden können und natürlich, wen Sie dazu fragen dürfen. Kommen wir nun zur ersten richtigen Slide und dort finden Sie Pressemeldungen von vor rund einem Jahr oder einem Jahr und zwei Monaten. Dort steht geschrieben, dass die SAP ziemlich viel Geld ausgegeben hat für ein Unternehmen, das SuccessFactors heißt und es bis dahin gar nicht so viele kannten. 3,4 Milliarden Dollar für ein Unternehmen mit gar nicht so vielen Mitarbeitern. Warum hat die SAP das gemacht? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, aber es ist natürlich so, dass die Software schon einem gewissen Trend entspricht, dass wir die Cloud-Lösungen als Megatrend der Zeit haben, dass die Dinge eben heute nicht mehr on-premise liegen, sondern in einer Wolke, die ich Ihnen gleich noch erklären werde. SuccessFactors ist nicht nur ein Learning-Management-System. SuccessFactors ist eine ganze Suite von Lösungen. SuccessFactors fängt an bei den Themen wie Zielfindung, Goals hier beschrieben, Performance. Also das heißt, führen durch Ziele, die Performance messen anhand von Zielen, die dann auch wiederum in Gehaltsbestandteile einfließen. Wir haben Workforce Planning, wir haben Recruiting, Compensation, also alles vom Finden, Fördern, Halten von Mitarbeitern. Und das ist ein Thema unserer Zeit. Das ist wichtig und wir unterhalten uns aber heute nicht über die ganze Suite, sondern wir greifen exemplarisch ein Thema heraus. Heute nämlich das Thema Learning, SuccessFactors Learning. Und mit Learning hat noch zu tun auch das Thema Jam. Jam ist ein Social Media Tool, das Ihnen hilft, im Unternehmen die Kommunikation zu erhöhen, den Fachaustausch zu erhöhen, eben so ein Facebook für intern. Nochmal ganz kurz eine Sicht auf SuccessFactors Learning. SuccessFactors Learning sieht so aus, kann aber natürlich auch ganz anders aussehen. Es hängt davon ab, was Sie an Ihrer Oberfläche eingestellt haben, welche Farben Sie gerne hätten. Das ist die Lernersicht. Der Lerner sieht seine Aufgaben, der Lerner sieht seine Tasks, der Lerner kriegt einen Überblick über seinen aktuellen Lernstand. Ich denke, das kennen Sie aus anderen Learning Management Systemen. Soweit gar nicht so viel Besonderes. Ein Blick in SuccessFactors Jam, das ist die Social Media Lösung. Und ich habe jetzt eben SuccessFactors gesagt, stimmt nicht mehr. Es heißt SAP Jam. Warum? Warum hat es nicht mehr den alten Namen, sondern einen neuen bekommen? SAP hat dieses Tool auch für sich entdeckt, für die eigenen internen Lösungen und bietet es zusätzlich zum Lernthema auch an, um die internen ERP-Prozesse damit zu unterstützen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja gut, wenn ich jetzt im CRM, zum Beispiel im Customer Relationship Management bin und mich zu einem Kunden informieren möchte, kann ich dazu auch einen Diskussionsraum aufmachen und mit einem anderen Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel diskutieren, welche Besonderheiten dieser Kunde hat und wie man ihn vielleicht am besten ansprechen kann. Das heißt also, Social Media geht raus aus der Lernecke und wird für gesamte Prozesse in einem Unternehmen immer wichtiger. Das ist aber ein ganz anderes Thema, nur so am Rande heute zum Thema Jam. Nochmal zurück zum Thema Learning, SuccessFactors Learning. SuccessFactors Learning kann alles, was gut und schön ist in dem Learning Management System, ist hier mal aufgelistet. Eine schöne Lernoberfläche, da sind sie ganz stark, sieht schick aus, ist wirklich die neue. Ja, man kennt es vom iPad oder von Facebook, also das, was schick und hip ist, was die Jugend auch möchte, die neue Generation Y, wo man sagt, das macht Spaß, damit umzugehen. Es kann Rollen, Workflows, Veranstaltungstypen, Kalenderfunktionen, also wirklich ganz arg viel. Wenn man das vergleicht mit dem, was ein LMS können muss, hier mal eine Folie eingeblendet von ADL, das ist die offizielle Behörde, die gewisse Standards und Richtlinien festlegt aus Amerika, dann kann es alles, was es soll. Hier noch das Fazit. SuccessFactors Learning ist ein gutes LMS, aber wie gesagt, das sind andere auch. Wenn Sie hier über die Messe gehen, finden Sie sehr viele, sehr gute Learning Management Systeme. Die SAP Learning Solution ist auch ein sehr gutes LMS. Was ist jetzt die Besonderheit und warum hat SAP jetzt zwei Produkte? Kommt zu dem Thema Cloud. Was ist es überhaupt und was sind die Vor- und Nachteile davon? Cloud-Software, für die es noch nicht kennen, es hat verschiedene Aspekte. Cloud-Software heißt nicht nur, dass in einer irgendeiner virtuellen Wolke irgendwas rumwabert, sondern es hat verschiedene Dimensionen. Es hat eine technische Dimension, die zentrale
Datenhaltung. Das heißt, Ihre Daten liegen bei einer Cloud-Lösung, nicht bei Ihnen im Hause, nicht auf einem Server im Keller, sondern bei einem Server des Anbieters. Ganz konkret bei SuccessFactors ist das ein Server in Amsterdam. Wenn ich die Daten zentral halte, wenn ich alle Daten aller meiner Kunden in einem Rechenzentrum habe, bin ich natürlich sehr flexibel, was Lasten angeht. Ich kann also auch Höchstlasten ausgleichen, indem ich anderen Speicherplatz wegnehme. Ich habe immer genug Speicher zur Verfügung, um alles zu erfüllen. Ich kann natürlich auch günstiger arbeiten, wenn ich nicht für die Spitzenlast nur Hardware und Ressourcen bereitstelle, sondern über die vielen Kunden hinweg mitteln kann. Was bedeutet Cloud noch? Es ist auch ein Geschäftsmodell. Cloud heißt nicht nur Daten irgendwo anders, sondern Cloud heißt auch im konkreten Fall SuccessFactors, dass die Software nicht mehr verkauft wird, sondern eigentlich vermietet. Auf Neudeutsch heißt es Software as a Service. Es gibt auch andere Modelle, da gibt es Infrastructure as a Service. Es gibt auch Business Process as a Service, das ist irgendwann eine Schnittstelle zwischen Software und Business Process. Auf jeden Fall gehört das dahin und konkret bedeutet das, Sie kaufen die Software nicht, Sie zahlen einen jährlichen Obolus, der im Wesentlichen immer gleich bleibt. Haben dafür auch alle Updates und haben also keine Kosten für die interne IT. Was bedeutet es noch Cloud? Wenn alle die gleiche Software haben und die Software zentral liegt, bedeutet es, dass Sie mit der Software nicht mehr machen können, was Sie wollen. Eine Cloud-Software bedeutet Standardisierung. Gleiche Prozesse oder zumindest vergleichbare Prozesse. Cloud-Software ist in der Regel stärker vordefiniert. Wenn Sie es mit SAP vergleichen, ein ERP-System zum Beispiel, customizen Sie. Dieses Wort customizen heißt eine sehr starke Anpassung an Ihre Prozesse, an das, was Sie möchten. Da können Sie also wirklich dann im Endeffekt alles machen. Mit einer SAP-Software, die können Sie so bauen oder so zurecht biegen, in Anführungszeichen, wie Sie es möchten. Das geht mit SuccessFactors nicht. Dort spricht man auch nicht mehr vom Customizing, sondern vom Konfigurieren. Natürlich sind Einstellungen möglich, aber nicht mehr so viel und nicht mehr so tief in die Prozesse hinein. Sie müssen mit dem leben, was da ist. Und das heißt dann eben auch, dass Sie Ihr Unternehmen anpassen und nicht die Software. Welche Bedenken gibt es gegen Cloud-Software? So Daten in eine Wolke geben, das hat natürlich als ersten Reflex, oh Gott, meine Personaldaten auch noch, wenn wir über SuccessFactors reden, die sind in irgendeiner Wolke auf irgendeinem Server, nicht irgendein Server, einem Server in Amsterdam, sind die denn da auch sicher? Die Integration in die andere Geschäftswelt ist ein weiteres Bedenken gegen Cloud-Software. Die mangelnde Anpassbarkeit, die Themen, die ich gerade schon genannt habe. Diese Folie kommt von SuccessFactors selber. Diese Umfrage wurde gemacht von den Kollegen von SuccessFactors. Das heißt, das ist jetzt nicht von mir erfunden, sondern das Ergebnis einer Umfrage. Vielleicht gleich als Antwort auf die erste Frage, auf die Bedenken. Das ist eine Folie von SuccessFactors direkt, die ich selber nicht bis ins Letzte verstehe, muss ich zugeben. Aber was will uns die Folie sagen? Hier nochmal in Textform. SuccessFactors bietet wirklich alle Sicherheitsvorkehrungen, alle Standards, alle Datenschutzrichtlinien, die man sich vorstellen kann, an. Die Software ist sicher nicht umsonst, haben einige Banken, haben auch große Konzerne ihre Daten schon dorthin ausgelagert. Und es ist ja eine Illusion zu glauben, wenn ich meine Personalstammdaten bei mir im LMS habe und die Mitarbeiter über Web darauf zugreifen, dass es was anderes wäre als ein offenes System. Auch da gibt es Möglichkeiten zu hacken. Also dieser Sicherheitsaspekt zählt nicht mehr, das ist eher mehr so eine erste Reaktion, aber das stimmt nicht. Wie sieht es mit der Integration aus? Und hier muss man sagen, Integration, das ist klar noch die Stärke der alten Welt. Wenn Sie jetzt eine Learning Solution vergleichen, die ist tief integriert in Ihre Prozesse, in Content- und Infomanagement, in Ihre ICO, das heißt, Sie können Kurse anbieten, abrechnen, Kostenstellen damit belasten. Sie haben also jede Menge Möglichkeiten, die Dinge tief zu integrieren in Ihre Geschäftsprozesse. Natürlich gibt es auch Schnittstellen zum Talentmanagement, zum Orgmanagement und auch für die Techniker unter Ihnen. Auch die IT-Integration, das ist die bekannte Welt, es ist SAP. Konfigurierbar und wartbar und alles mit den bekannten Werkzeugen auf den bekannten Geräten. Integration, ein klares Pluspunkt für die Learning Solution.
Ich will jetzt nicht jedes Detail durchgehen. Es gibt hier mal eine Übersicht, eine erste Einschätzung von unserer Seite, welche Variante, also welche der beiden SAP-Lösungen jetzt konkret auf SAP gemünzt, hat welche Vor- und Nachteile. Klar, die Konfigurierbarkeit, ein starkes Plus für die Learning Solution, die User Experience, das heißt, wie nehme ich denn das wahr, wie sieht es aus für mich als Anwender, ist viel schöner bei einem Success Factors. Also nehmen Sie mal einen Lerner mit und setzen Sie ihn davor, der wird es klasse finden. Die Integration ist natürlich ein Pluspunkt wiederum für die Learning Solution, aber die Integration innerhalb einer Talent-Management-Umgebung ist auch bei SuccessFactors sehr stark. Das heißt, es gibt für und wider für das eine, für das andere. Es gibt Stärken und Schwächen auf beiden Seiten. Was ist also nur zu tun? Wenn ich jetzt vor der Situation stehe, ich möchte ein Learning-Management-System einführen, ich bin auch SAP-nah, ich interessiere mich für Produkte von SAP, welches der beiden Systeme ist das Richtige für mich? Was mache ich nun? Ab in die Cloud, ja oder nein? Was tue ich? Und ja, die Antwort ist, es kommt drauf an. Nicht jedes Ding, nicht jede Lösung passt zu jedem Unternehmen. Es gibt ganz viele Faktoren, die beachtet werden müssen. Wie wichtig ist Ihnen denn die Integration in Ihre ERP-Prozesse? Müssen denn die Lernprozesse verbunden sein mit den Geschäftsprozessen? Wollen Sie die nicht vielleicht sogar bewusst auslagern? Haben Sie vielleicht eine Akademie, die gesonderte Prozesse auch tatsächlich lebt? Dann ist vielleicht diese tiefe Integration gar kein Faktor für Sie. Welche Strategie haben Sie allgemein im Talentmanagement-Bereich? Wie komplex sind Ihre Anforderungen? Reicht auch eine einfachere Lösung? Und so weiter. Also es hängt sicher auch von der allgemeinen IT-Strategie ab. Eine IT-Strategie, die komplett und ausschließlich auf SAP und Premise-Lösungen setzt, für die kommt eine Cloud einfach nicht in Frage. Ja, da lassen sich jetzt noch viele Punkte finden, dafür ist die Zeit heute nicht. Wie ist es denn, wenn Sie schon ein System haben und sich überlegen, vielleicht in die Cloud zu wechseln? Auch da gibt es ganz viele verschiedene Themen zu beachten. Es ist nicht ganz einfach, eine Cloud-Lösung zu transferieren, den Übergang zu machen. Also wie läuft dann die Verzahnung? Ist es, wenn Sie jetzt schon HCM-Systeme im Einsatz haben und sagen, Sie wechseln den Lernbereich oder Teile der HCM-Lösung jetzt in die Cloud, dann sind auf einmal die Schnittstellen ganz andere und die im laufenden Betrieb. Das ist nicht einfach zu lösen. Die Datenmigration oder auch der Content. Wie bringe ich denn Mengen von Content, wenn man ein LMS schon hat, ein Learning Management System? Dann hat man in der Regel schon Mengen an Web-Based Trainings. Auch die müssen in die neue Welt wandern, auch die müssen dann in die Wolke. Auch das ist eine Aufgabe. Und das ist der entscheidende Punkt, denke ich auch, die Prozesse. Sie haben ein Learning Management System im Einsatz und haben das genau auf das zugeschnitten, was Sie im Unternehmen machen. Das passt genau zu Ihren Prozessen, zu Ihren Workflows, zu den Genehmigungen, zu allen Rollen, die Sie haben. Sie wollen in die Cloud und auf einmal geht das nicht mehr. Dann müssen Sie nicht oder können Sie nicht mehr die Software anpassen, Sie müssen Ihre Prozesse anpassen. Menschen müssen was anderes tun, Abläufe müssen anders gestaltet werden. Das heißt, so ein Weg in die Cloud ist immer auch ein Organisationsentwicklungsprojekt. Sie müssen die Organisation ändern und je nachdem, wie weit Sie weg sind von den gegebenen Standards, anpassen. Ja, jetzt zum Schluss natürlich nochmal ein klein bisschen Werbung für uns. Was empfehlen wir? Fragen Sie die Profis. Die Profis sind wir. Warum sind wir die Profis in diesem Bereich? Weil wir die einzigen sind, die beide Systeme kennen und beraten und implementieren können. Wir können sie in beiden Welten beraten, unabhängig, passend zu dem, was sie brauchen. Wie gehen wir vor? Wir haben standardisierte Workshops, teilstandardisiert. Zu viel Standard ist auch nicht gut, aber wir haben ein Vorgehensmodell. Ein Vorgehensmodell, wo wir Sie fragen, was Sie brauchen, was Ihnen wichtig ist, wie Ihre Kernentscheidungen aussehen, machen daraus Workshops, haben Checklisten, die wir mit Ihnen gemeinsam anpassen, ausfüllen und mit Ihnen die Entscheidung finden. Und wir sind eines der wenigen Beratungshäuser, das beide Welten auch bis hin zu den Geschäftsprozessen kennt. Das heißt, wir können Sie nicht nur beim Thema Lernen unterstützen, sondern auch bis tief hinein in die HR-Welt, wo wir sagen können, welche Personalprozesse, welche Talentmanagementprozesse docken wie an welche Lernprozesse an und mit welchem System und welchen Schnittstellen machen die das. Soweit die Werbebotschaft von meiner Seite, hier nochmal von unserem Geschäftsführer, das auch nochmal in schöne Worte gefasst, zum selber nochmal kurz angucken. Ganz abschließend, das sind wir, das ist unser Headquarter, Sie finden uns in Heidelberg.
Und wem das jetzt noch zu wolkig war und zu allgemein und wer mehr wissen möchte, der wendet sich jetzt bitte einfach an uns, an unseren Stand, an mich persönlich. Sie finden hier nochmal die E-Mail-Adresse und ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.